Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung, zurück zum unbeugsamen Löwen Dänisch bei den Arpaden hier im Großfürstentum Pannonien, zurück in der letzten Staffel dieses Let's Plays. Ja, das hat sich schon angekündigt. Ich habe es bei den letzten Staffeln schon mal angesprochen, denn am 8. Februar, da erscheint jetzt das große und bisher kann man wirklich sagen größte DLC, die größte Erweiterung zu Crusader Kings 3, nämlich Royal Court. Und wie der Name schon sagt, geht es da ganz viel um neue Funktionalitäten, ganze Mechanismen und Mechaniken rund um den Rat, der jetzt ja noch relativ, ich sag jetzt mal, simplistisch gehalten ist, aber der eine eigene räumliche Repräsentation im Spiel bekommen soll und ganz viele neue Interaktionsmöglichkeiten, ein Gegenstandssystem. Ach, ich werde jetzt nicht die Features alle auflisten. Es ist wirklich ganz, ganz viel. Man hat sich an die Kulturen und die dazugehörigen Mechaniken ganz stark dran gemacht. Das wird eine richtig, glaube ich, tolle Erweiterung für Crusader Kings 3. Und wir können unseren Spielstand mit dieser Erweiterung nicht weiterspielen. Das heißt also, wir müssen Dänisch hier nach dieser Staffel tatsächlich endgültig verlassen. Aber ich finde, wir haben auch noch ein bisschen was mit Dänisch zu tun, aus rollenspielerischer Sicht. Ach so, by the way, ich werde dann am 8. Februar auch direkt ein neues Let's Play in Crusader Kings 3 starten, natürlich starten, denn ich möchte natürlich mit euch gemeinsam diese neuen Inhalte und Interaktionen in dieser fantastisch designten Welt, wie ich finde, von Crusader Kings erleben. Ja, wir sind jetzt aber hier noch mit Dänisch unterwegs für 5 Folgen und für eine gewisse Zeit von mehreren Ingame-Stunden können wir hier noch ein bisschen was tun. Und es gibt tatsächlich auch immer wieder was zu tun, denn Dänisch hat unglaublich viele Kinder in die Welt gesetzt und hat ein Reich geschaffen, das, ohne dass er ehrgeizig gewesen ist, bislang in seinem Leben, er ist ja noch lange nicht tot, aber er hat es jetzt ja schon über die 60 Jahre geschafft und sein Reich ist größer geworden, teilweise durch ihn selbst natürlich, durch seine eigenen Eroberungen. Wir erinnern uns an die Eroberung von Odessa und Olbia. Aus religiösen Gründen natürlich meistens motiviert, aber eben auch durch andere Fürsten in seinem Reich. Er hat Böhmen an sich geknüpft, zuletzt dann sogar Mähren, sodass jetzt Böhmen und Mähren auch Teil des pannonischen Großfürstentums geworden sind. Also da gibt es noch viel zu tun. Das haben wir in der letzten Staffel schon angefangen, Ämter zu verteilen in unserem Reich, wichtige Fürstenpositionen nach seinen Vorstellungen das Ganze zu gestalten. Und da sind wir noch nicht ganz am Ende und da werden wir auch heute fortsetzen. Deswegen grübelt er auch hier nach wie vor seinem Stammesthron. Gut. Dann muss ich mal kurz wieder so ins Spiel reingehen, genau. Ja, ich starte heute mal wieder mit einer möglichst kurzen Vorstellung wichtiger Charaktere in unserem Reich. Ich würde sagen, ich gehe die mal chronologisch hier von oben bis unten durch, aber nur auf der Herzogsebene, also unsere sogenannten Prinzen und Prinzessinnen, weil das die eigentlich wichtigen Charaktere in der Regel auch sind neben uns. Und dann gucken wir mal, da haben wir auch schon die meisten unserer Kinder zum Beispiel dann drin. Erstmal haben wir hier Prinz Takatschus, auch ein Halbbruder von uns, der, mit dem wir eigentlich immer eine ziemlich enge Beziehung auch hatten. Der ist seit ewigen Zeiten schon Ratsmarschall bei uns, ein ganz fähiger Stratege hier mit 20 Kriegführungen. Und der hat sein Reich Nitra auch wirklich stark erweitert. Er war es auch, der hier für die Expansion nach Mähren gesorgt hat, wenn ich mich recht entsinne. Und er hat wirklich hier eine sehr, sehr erfolgreiche Regentschaft unter unserer Oberherrschaft geführt. Er gilt hier auch als Stratege, also eine ganz wichtige Figur, ein Glaubenskrieger, ein fleißiger, treuherziger, wie wir auch ungeduldiger Mann, mit dem wir vieles, vieles gemeinsam haben. Also das schon mal der erste ganz wichtige Vasall. Dann relativ neu im Bunde ist hier Prinz Miklosch von Oltenia. Das ist einer unserer noch etwas jüngeren Söhne mit 28 Jahren und nach unserer letzten Eroberung hier in der Walachei, nach diesem Verrat aus dem Khanat der Walachei, haben wir hier Oltenia erobert.
Und zwar das gesamte Herzogtum und haben es ihm unterstellt, einfach weil er als männlicher Nachkomme hier noch keinen größeren Titel bekommen hat. Und dadurch konnten wir ihn jetzt hier belohnen. Er hat Severin und Czechisch Fehervar weiter in der Heimat als kleinere Häuptlingstümer oder mittelgroße Häuptlingstümer und eben das Fürstentum Oltenia geschenkt bekommen. Er ist bei uns Ratsverwalter und ein sehr, sehr talentierter. Ihr seht es an seinem Verwaltungswert. Er ist ein Wohlstand. Schaffer, eine eifrige Frohnatur. Ja, er ist fleißig, hinterlistig und zornig. Also durchaus, ja, man kann es auch hier an den Werten ablesen, durchaus vielfach versiert. Er könnte zum Beispiel, wenn es gar nicht anders geht, auch mal den Ratsmarschall noch beerben. Denn für den Ratsmarschallposten, aber da kommen wir später noch, haben wir eigentlich nicht so viele Optionen, falls unser Halbbruder auf der Position mal nicht mehr sein sollte. Aber wie gesagt, seine primäre Eigenschaft ist eben diese exzellente, fleißige Verwalterposition, deswegen eben auch Ratsverwalter bei uns. So, verzeiht. Dann haben wir eine schwierige Personalie, Prinzessin Sophia von Transsilvanien. Ja, eine ganz interessante Frau, die wir aus dem Rat geworfen hatten und die uns wirklich böse ist. Sie ist auch eine ganz mächtige Herrscherin bei uns, eine mächtige Stammesführerin hier in Transsilvanien. Warum ist das so? Weil sie eben hier vier Gebiete besitzt, die allesamt in Transsilvanien liegen. Sie hat die alleinige Oberherrschaft dieses Gebietes, wobei da gehört jetzt ja schon mehr zu als nur diese Gebiete, die sie besitzt, aber ich glaube, ihr versteht, was eben gemeint ist. So groß wie Transsilvanien jetzt ist, besitzt sie darin alle Gebiete, außer dieses eine, wo sie ihren einen Vasallen Adarn drin liegen hat. Aber ansonsten hat sie eine sehr starke Hausmacht in diesem Gebiet, hat auch einen ordentlichen natürlichen Schrecken. Sie ist irgendwie eine erlauchte Poetin im Laufe der Zeit geworden, eine Unterhändlerin, keusch, arrogant und maßvoll. Und vor allen Dingen ihre Arroganz, die hat hier zu Konflikten geführt, sodass wir hier eine ganz schwache Beziehung haben. Also wenn sie könnte, dann würde sie gegen uns aufbegehren, allerdings ist ihr das momentan nicht möglich. Aber das ist eben wirklich eine ganz, ganz wichtige Person, die ganz mächtig ist bei uns in unserem Großfürstentum. So, dann eine weitere ganz zentrale Figur, unser Sohn und Spielererbe, der älteste Sohn, Mark von Somocci. Ein Charakter, der als Nachfolger von Dänisch auch wirklich ein interessanter Charakter ist, denn er hat aus seinen wirklich sehr, sehr schwachen diplomatischen Anlagen bislang das absolute Maximum herausgeholt. Und wahrscheinlich ist das deswegen der Fall, A, weil er einen sehr guten für einen Diplomaten passenden Charakter hat. Er ist nämlich treuherzig und ehrlich. Das gibt ihm natürlich schon gehörige Boni. Und gleichzeitig hat er aber auch sich bemüht, seine diplomatischen Fähigkeiten auszubauen durch den Schwerpunkt. Er ist jetzt bereits als Diplomat bekannt und dementsprechend hat er auch gute Arbeit bei uns im Reich geleistet. Er ist unser Ratskanzler aufgrund seines tollen Diplomatiewertes und macht dort ganz fantastische Arbeit, hat hier bereits 3 Botschaften insgesamt eingerichtet. Obwohl wir ihn eigentlich innenpolitisch engagieren, ist er auch außenpolitisch gleichzeitig unterwegs. Also ihr seht, der hat richtig gutes Talent in dieser Richtung und er hat eben auch den Ehrgeiz, sich weiterzuentwickeln. Er ist jetzt schon relativ alt natürlich auch, weil wir auch älter werden und er der älteste Sohn ist, 43 Jahre. Und er ist verheiratet mit einer interessanten Figur, die heute auch noch eine Rolle wieder spielen wird, nämlich Prinzessin Sophia, eine fleißige, wie wir auch ungeduldige und zudem unersättliche, charismatische Verhandlerin. Auch sie ein diplomatisches Großtalent und, was ganz wichtig für unseren Glauben ist, eine Wunderwirkerin. Eine, man könnte sagen, eine mystische Frau, die für unsere Religion eigentlich eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Schade, dass das bislang noch nicht sich in Titeln niederschlägt, aber da habe ich tatsächlich jetzt eine Lösung für gefunden. Das wird uns dann gleich noch beschäftigen. Also das hier zu Prinz Mark und unserer Schwiegertochter.
So, dann gibt es noch jemanden, der zu unserem Haus gehört, auch zu den Aparden, aber eher ein entferntes Mitglied ist. Ich glaube, er ist nicht mal ein Cousin oder so. Prinz Domoschlo, ein ganz junger Mann mit 19 Jahren, der für uns auch, glaube ich, ziemlich interessant ist, denn er ist auch für unseren Rat interessant. Er ist eigentlich auch ein mächtiger Vasall, der gerne in den Rat berufen werden möchte. Noch haben wir da aber eigentlich keine Möglichkeit. Theoretisch könnte er vielleicht zum Beispiel den Ratsmarschall ersetzen mit 11, ganz zur Not auch den Ratsverwalter, aber das ist schon nicht mehr so gut. Ansonsten wäre er ein fähiger Diplomat, vielleicht jemand, der unter der Herrschaft dann von Mark hier irgendwie aufblühen könnte im Rat. Er ist wie wir tapfer, gerecht und maßvoll, ein einfältiger Beschwichtiger, auch das ist ja sehr parallel zu unserem Erben Mark. Und er ist ein Glaubenskrieger, auch das finden wir als Dänisch natürlich toll, weil wir ein Religionseiferer sind. Verheiratet mit unserer Enkelin Kinga, da haben wir also auch schon eine Heirat etabliert, matrilineal, wobei das jetzt eigentlich egal ist, weil die beide apadisch sind, das hatte ich irgendwie, glaube ich, nicht geblickt. Aber das macht gar nichts. Er ist gar nicht mal, ich weiß gar nicht, woher er seine militärische Macht nimmt. Eigentlich hat er nur das Häuptlingstum Temmisch und das Fürstentum, nur eine Domäne, aber er führt jetzt ganz frisch gerade Krieg gegen Prinz Nandor, den wir uns gleich nochmal angucken. Und wenn wir uns da das Verhältnis mal so anschauen, dann sehen wir hier, dass, wenn er das gut macht, Domoschlo eigentlich automatisch gewinnt. Und es geht sogar um ein Gebiet, das innerhalb seines Fürstentums liegt, de jure. Das heißt also, das wird wahrscheinlich Nandor abgeben müssen. Aber das müssen wir uns dann entsprechend nochmal genau anschauen. Also, das war Prinz Domoschlo. Und dann haben wir hier noch einen Mann, der ebenfalls für uns von Bedeutung ist. Prinz Borisch der Dritte, Vasall und Ritter von uns und unser Freund. Wir haben also hier eine Freundschaft mit ihm. Eigentlich verbindet uns aber gar nicht so viel auf der Eigenschaftenseite. Er ist ein Zyniker, wir sind ein religiöser Eiferer, er ist arrogant, er ist zufrieden, ein bemühter Schreiber ohne großes Talent und er ist aktuell dann noch verwundet. Naja, gut, aus einer anderen Dynastie, aber verheiratet mit unserer Tochter, die ebenfalls unsere Freundin ist, nämlich Martha. Vielleicht hat sie irgendwie diese Freundschaft dann auf ihn mit ausgedehnt, dass es da irgendwelche Konversationen gab. Wir haben ja letztens ein Festmahl abgehalten. Also auch das scheint da irgendwie eine Verknüpfung zu sein. Und auch das bei uns ein wichtiger Vasall, der uns sehr mag und der auch relativ mächtig ist, wobei er nicht als mächtiger Vasall direkt gilt. Gut, das wäre der nächste und dann gucken wir mal weiter. Es gibt wirklich viele inzwischen, ihr seht es schon. Prinzessin Julia von Bihar hätten wir hier noch. Auch eine ziemlich mächtige Frau, die, ja, mit der wir uns nicht so gut verstehen. Ich hoffe, das kriegen wir langfristig gelöst. Derzeit versuchen wir, sie vom altmodischen Glauben noch wegzubekommen. Das ist nicht ganz so einfach. Sie hat unserem Gesuch erstmal eine Absage erteilt. Sie hat abgelehnt. Das sehen wir hier auch in den Modifikatoren. Und was noch ganz wichtig ist, wir haben, ich glaube, ihren Vater hingerichtet damals, Prinz Xaba. Genau, der Menschenfresser, das war ja der Kannibale. Und das ist so ein schreckliches Vergehen, da mussten wir ihn hinrichten. Und das nimmt sie uns natürlich naturgemäß übel. Das heißt also, mit ihr haben wir nicht so die beste Beziehung. Aber es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir das hinbekämen. Sie ist ja auch eine gesellige Frau, eine meisterhafte Philosophin, eine Gelehrte mit 28 Bildung. Sie ist diplomatisch super talentiert. Also eine ganz interessante Frau eigentlich. Aber Religion und Bildung sind ja nicht dasselbe, auch nicht hier im Spiel. Ihre Bildung geht tatsächlich mehr in die Richtung Philosophie-Gelehrtenkreise. Das heißt also, das hat mit Religion eigentlich hier gar nichts zu tun. Naja, sie ist immerhin eine treuherzige Vasallin, wofür das auch immer gut ist. Aber ja, das ist keine unproblematische bislang, aber wir wollen eigentlich eine bessere Beziehung zu ihr haben auf Dauer. Mal sehen, wie uns das gelingt. So, dann haben wir noch. Habe ich jetzt jemanden übersehen hier? Nee, das sind unsere Vasallen. Prinzessin Scholastica. Ach so, da ist noch ein Prinz weiter. Oh Gott, wie viele das noch sind. Ja, Prinzessin Scholastica von Mähren. Die haben wir neu ernannt. Auch eine ganz interessante Frau, ungeduldig wie wir. Paranoid und zufrieden und maßvoll. Auch eine Intellektuelle, die aber kaum einen hohen Bildungswert hat.
Ganz interessant, eine mürrische Herrscherin, reizbar, keine einfache Frau, die jetzt hier über Meeren regiert und nur eine Grafschaft besitzt. Ob sie da so erfolgreich sein wird, das müssen wir da einfach mal abwarten. Wir haben sie dort in den Sessel sozusagen reingesetzt, in den Herrscherthron oder intronisiert, könnte man sagen. Mal sehen, ob das langfristig dann auch Erfolg hat. Dann haben wir noch einen Sohn, der grinst uns hier immer recht freundlich an. Aber auch der ist ein ganz schön tiefes Gewässer, möchte ich mal sagen. Also der ist nicht so lächelnd, freundlich, unschuldig, wie er hier tut. Obwohl er eigentlich hier ein absoluter diplomatischer Experte ist, charismatischer Verhandler, fast so talentiert wie unser Sohn Mark in Diplomatiefragen. Er ist ein Jungjäger, eine eifrige Frohnatur, geht also gerne raus unter Leute und feiert gerne, geht in den Wald jagen. Also das verbindet ihn auch so ein bisschen mit uns ein Stück weit. Allerdings ist er auch arrogant, dann großzügig und gefühllos. Also damit können wir eigentlich wenig anfangen. Naja, und das zeigt auch schon, dass er ein Charakter mit gewissen Untiefen und Tiefen ist. Auch ein fähiger Ränkespieler. Also da sind wir uns noch nicht so bewusst. Wir haben ihn aber hier zum Prinzen von Slavonien ernannt. Das Gebiet, was hier im Süden selbstständig erobert wurde. Und dort haben wir ihn als unseren Sohn eingesetzt, weil wir natürlich auch dort einen Fuß in dieser Tür dieses neuen Fürstentums haben wollen. Insgesamt sieht man ja, was für ein großes Reich Pannonien inzwischen ist. Oh, jetzt hat es geruckelt. Was es hier geworden ist, das ist also echt schon erstaunlich. Und da haben wir jetzt wirklich unsere Kinder möglichst überall eingesetzt, wo es nur möglich war. Dann der angesprochene Prinz Nandor von Transkarpatien. Ein Mann von immerhin ordentlichem Rang, der aber gerade überhaupt keine Aufgebote raufbekommt. Und deswegen wahrscheinlich diesen Krieg auch verlieren wird. Zäher Soldat. Ein ordentlicher Kriegstalentmann, könnte man sagen. Auch ein Glaubenskrieger. Lustigerweise, er ist Glaubenskrieger. Aber zynisch, also schiebt das vielleicht nur so vor, dieses Glaubenskriegertum. Wie wir auch ungeduldig und maßvoll, ist verheiratet mit Prinzessin Clara. Und er, ja, er wird vermutlich hier eine Domäne dann bald abgeben, nämlich hier das Häuptlingstum von Arad. Zumindest prognostiziere ich das einmal. Auch noch ein relativ junger Herrscher hier, Prinz Nandor. Nicht mit der besten Meinung zu uns, aber naja, auch nicht der allermächtigste, halt einer dieser kleineren Prinzen bei uns im Reich. Jetzt muss ich mal schauen, es gab ja noch mehr. Genau, Prinzessin Aniko, ganz wichtig. Unsere Tochter, die wir in Böhmen schon seit längerer Zeit eingesetzt haben, inzwischen auch 41 Jahre, relativ ähnlich alt wie unser Erbe und erster Sohn Mark. Also wenige Jahre danach geboren. Und sie ist ein Intrigentalent. Sie ist auch paranoid. Sie ist dann noch maßvoll und sadistisch. Also eine richtige Intrigenexpertin. Daher ist sie auch unsere Ratspitzelin und wird das auf absehbare Zeit bleiben. Zu ihr haben wir auch ein ordentliches Vertrauensverhältnis aufgebaut. Wir haben sie ja hier belehnt in Böhmen. Sie führt gerade einen Verteidigungskrieg, weil natürlich wieder die Prinzessin hier als Tyrannin wahrgenommen wird, weil sie eben hier mit dem neuen Glauben und diesem mogerischen Kulturbereich hier auf fremde Einwohner stößt, auch auf fremde Vasallen. Wir sehen es hier. Häuptling Wilmosch ist eigentlich mogerisch, aber altmagyarisch. Und da gab es irgendwie jetzt Stress. Aber das scheint er hier irgendwie zu verlieren. Ich gucke mal gerade, welche Vasallen hat sie denn alle? Okay, ein Bürgermeister, dann noch zwei Häuptlinge, einen Grafen und diesen Häuptling, den einen, den sie angreift oder der sie angreift. Naja, aber da müsste sie sich eigentlich durchsetzen, da bin ich recht erfolgreich, dass sie hier ihre Herrschaft in unserem Sinne auch dann im Nordwesten dieses großen Pannonischen Reichs durchsetzt. Und ich glaube, mit ihr sind wir dann angekommen und haben alle wichtigen Vasallen hier einmal kurz besprochen. Das hat jetzt 18 Minuten gedauert, aber es ist halt bei so einem großen Reich, muss man eben auch mal wieder alles auf einen Stand bringen. So, was ist jetzt unsere Aufgabe? Wir haben erstmal einen Aspekt der Nachfolge, der noch nicht so wirklich gut gelöst ist. Das habe ich nämlich gesehen, wenn man sich das Großfürstentum mal als Titel anzeigen lässt, dann sehen wir, dass es ja einen de jure Hauptsitz gibt und der liegt hier in Visegrad und das besitzen wir aber selber gar nicht. Und das ist natürlich etwas, das Dänisch so nicht in seiner Lebzeit noch stehen lassen kann. Darum müssen wir uns kümmern. Und deswegen wird
Auf jeden Fall die Person, die dort sitzt, das ist nämlich hier ein simpler Häuptling, nämlich Eschter von Visegrad. Die ist Teil von Prinz Borisch, unserem Freund. Das ist nicht ganz einfach, aber wir müssen jetzt diesen Vasallen sie hier entziehen von Borisch. Es hilft alle nichts, wir können das so nicht stehen lassen. Dementsprechend wird ihm das nicht gefallen. Aber wir müssen das tun. Es wird die Beziehung ein wenig belasten, aber nicht allzu stark. Die Beziehung ist trotzdem noch top. Und sie ist jetzt unser direkter Vasall, sobald er das bestätigt. Das warten wir erstmal kurz ab. Fraktion, das sind irgendwelche Populisten. Das ist nicht so schlimm. Okay. Ich halte sie für ungerecht. Ja, das tut mir auch sehr leid, mein lieber Freund. Aber das müssen wir tun. Denn dieses Gebiet wollen wir... Verzeiht, für uns selbst beanspruchen. Jetzt kann es passieren, wenn wir das jetzt tun, dass sie sich wehrt. Wir können hier den Titel zwar aberkennen, aber ihr seht, es gibt eine 57-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie es annimmt. Wenn sie ablehnt, gibt es einen Krieg und es wird sie und Sophia werden sich hier Julia und Sophia werden sich dem Aufstand, verzeiht, anschließen. Ja, das ist natürlich wirklich dann nicht schön, falls das passiert. Und wir werden 20 Meinung verlieren, weil das wieder so ein starker Tyrannenakt ist. Aber ich werde das trotzdem versuchen, denn unser Charakter Dänisch ist nun mal ungeduldig und der möchte jetzt gerade mit 61 Jahren, wo er langsam auch an schlechter Gesundheit leidet, jetzt nicht noch jahrelang darauf warten. Er will das jetzt lösen und dann muss er das eben aus seiner Sicht tun. Und wird den Titel hier versuchen abzuerkennen. Und falls es dann zum Kriegsfall kommt, dann werden wir hier die Armeen zusammenziehen und werden dann entsprechend gegen den Feind ziehen. Das ist, glaube ich, für ihn überhaupt gar kein Problem. So. Genau, dann... werden wir Prinz Takatschus schon mal einen neuen Auftrag im Rat geben. Der macht gerade Befehlshaber ausbilden, aber da wir dann aktuell sowieso noch im Krieg gegen diese komische Religionsgeschichte ist, ist es wahrscheinlich auch besser, hier die Aufgebote zu organisieren. Das werden wir einmal ändern. Dann habe ich mir überlegt, dass Mark eine neue Aufgabe bekommt. Der macht hier noch heimische Angelegenheiten. Eigentlich eine gute Sache, weil wir jetzt starke Tyrannei erzeugt haben. Aber wir wollen mal Titel eingliedern machen. Denn es gibt tatsächlich hier zwei größere Fürstentümer, nämlich Mähren und Oltenia, die nicht Teil, die Jure Teil unseres Reiches eigentlich sind. Es ist leider so, dass das 57 Jahre dauert. Das werden wir jetzt nicht mehr miterleben mit Dänisch. Aber da kann er seine eigene Herrschaft schon mal ein bisschen auf bessere Beine stellen und er wird sich hier nach Mähren begeben und wird versuchen, dieses so wichtige Gebiet zwischen Böhmen, Nitra und unserer Heimat hier einzugliedern. Das ist seine zukünftige Aufgabe. So, dann habe ich noch gesehen, dass wir... Ja, wir warten erstmal ab, was die Reaktion jetzt ist von... der Vasallin. Erstmal haben wir Anstifter entdeckt. Was ist jetzt los? Mein Ratspitzel, also Aniko, ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Meine Konkubine Orsäula schmiedet Ränke. Und Bertalan ist das Opfer. Ist das nicht? Das ist doch der, der hier ermordet werden soll. Ich wusste, hier war was aufgedeckt. Das steht jetzt da nicht mehr. Was ein für ein freundloser Unhold... hat versucht, mich zu ermorden. Aha, wir wissen, dass sie versucht hat, diesen Ritter Bertalan zu ermorden. Warum? Das ist unsere Hofärztin, eine angesehene Ärztin. Oder war das jetzt andersherum? Hab ich das jetzt falsch gelesen? Hier steht jetzt kein Druckmittel. Ist pervers, ist ungläubig. Das geht um andere Charaktere hier. Oder ist dieser Ritter jetzt schon irgendwie umgebracht worden? Aber dann stände das doch hier auch drin. Die müssen wir im Blick behalten hier, unsere Ärztin. Das scheint ja hier eine ganz, ganz knallhart gefühllose Frau zu sein. Ich werde mir das mal merken. Gut, kriegen wir jetzt mal eine Nachricht? Ja, Krieg erklärt. Okay, es kommt tatsächlich zum Krieg. Das ist jetzt doof, aber müssen wir dann entsprechend... mit umgehen. So, was haben wir jetzt? Meine Tochter, Häuptling Angialka, hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Meine Tochter, Prinzessin Martha. Oh, jetzt gibt es hier Streit zwischen den Schwestern.
soll eine außereheliche Affäre haben. Mein Ritter Bertalan ist angeblich das Objekt. Schon wieder Bertalan? Was haben die denn mit dem 69-jährigen alten Opa? Wie kann sie es wagen? Tja, wir können jetzt Martha einkerkern, aber da sie unsere Freundin und Tochter ist gleichzeitig, geht das natürlich nicht. Und Angyalka, so, ist als Mörderin bekannt? Die hat schon mal einen Ritter von uns ermordet. Die scheint ja hier ganz fies zu sein. Nein, also das glauben wir nicht. Diese Anschuldigungen sind nichts als Boshaftigkeit und Lügen. Da werden wir definitiv nicht handeln. Jetzt müssen wir hier aber handeln. Und zwar werde ich jetzt diese Armee nach Hevesh hochschicken. In unser Hauptgebiet. Und diese Armee hochschicken. Und werde diese Armee schon mal anführen. Na, nicht von uns selbst. Sondern hier. Die werden wir selber anführen. Und schicken die jetzt hier hoch nach Hevesh. Und dann werden wir hier gegen die Truppen antreten. Leider kriegen wir hier jetzt Abzüge, weil wir durch Feindgebiet marschieren, was eben noch kein Feindgebiet war. Naja, das müssen wir jetzt hinnehmen. Und unsere sündigen Taten haben ihren Preis. Okay. Wahrscheinlich, weil wir hier so tyrannisch agiert haben. Naja. Sei es da drum. So, hier gibt es jetzt möglicherweise dann gleich einen Angriff hier. Oh, oh, hier sind einige Kämpfe. Oh, wir sind jetzt hier auch noch gegen die starke Armee dran. Mit einem nicht so tollen Befehlshaber. Minus 3. Das wird wahrscheinlich eng werden hier. Ich weiß es noch nicht. Oh, sollte das nochmal knapp werden? Hevesh wird jetzt belagert, aber da können wir reingehen. Aber gegen die beiden wird das mit der Armee schwierig. Denn wir haben keine Ritter und keine Spezialtruppen hier. Also ob das hier so eine Riesenaktion war, ich glaube, das ist Dennis bewusst, aber er ist trotzdem mutig und wirft sich in die Schlacht, so wie er halt ist. Und diese Schlacht hier, die wird wahrscheinlich auch knapp. Oh ja, aber wir gewinnen sie vielleicht trotzdem. Meine Güte, was ein Sieg hier. So, und jetzt haben wir ein Druckmittel fingiert gegen die Frau, die sich auch gegen uns aufgelehnt hat, unter anderem. So, gut organisierter Dienst ist natürlich jetzt ganz gut. Bekesh wird belagert. Okay. Die einfachste Lösung ist häufig die beste. Warum soll ich mich mit Intrigen und Manipulationen abmühen, wenn ich Prinzessin Julia einfach zwingen kann, in meinem Sinne zu handeln? Ein paar starke Männer und bedrohlich formulierte Briefe sollten da schon reichen. Nochmal Tyrannei. Also jetzt in seinem hohen Alter hier wird er richtig zum Tyrannen. Aber ja, das werden wir machen. Wir bekommen Schrecken und bedrohen sie. Und damit haben wir sie bedroht. So, die Schlacht war siegreich. Sehr, sehr gut gemacht hier von Nandor. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Und deswegen marschieren wir jetzt hier auch weiter. Hier greifen wir auch schon an. Und auch da, die Armee von Najevarat hat sich verpieselt. Das ist ja kurios. Dürfen wir jetzt mal weiterlaufen? Was ist das denn jetzt hier? Ha, komisch, dass er den Befehl eben nicht annehmen wollte. Musste man ganz, ganz wild rumklicken. Aber das scheinen wir zu gewinnen mit unserem Anführer. Na, warum auch nicht? Wir sind eben Dennis. Da hat Eshtar von Visegrad hier gar keine Chance. Die wird hier direkt erstmal in ihre Schranken verwiesen. Was für ein Affront auch. So. Dieser westfränkische König ist gestorben. Dieser Krieg, der geht auch irgendwie nowhere. Ja, die Truppen sind völlig chancenlos, tauchen nirgendwo auf. Das ist ja alles sehr, sehr lächerlich. So, euch schicken wir mal hier drüben hin, weil ihr hier keine Versorgung mehr habt, weil ihr im Feindgebiet steht. Was ein Schwachsinn alles. So, wir haben hier gewonnen. Das ist schon mal ganz gut. Man könnte jetzt schon mal anfangen, hier Visegrad zu belagern und die Truppen hier einfach hinterher zu ziehen. Das mache ich jetzt mal. Wir haben hier 12% für die erste gewonnene Schlacht immerhin. So, und jetzt geht's gleich eventuell aber weiter gegen große Truppen. Ja. Sie wollen uns hier im Hügel angreifen. Also sie lassen nicht locker hier. Aber wir können hier offenbar den nächsten Sieg verbuchen. Dafür geht's jetzt in die nächste Armee rein. 21%. Also die Armee von Nandor macht hier trotz den Verlusten einen richtig guten Job. Schlacht von Kazan, wieder 600 Mann besiegt zu 92. Die Schlacht hatten wir ja auch gewonnen.
Ja, und jetzt wird hier belagert, allerdings ohne Belagerungswaffen. Das dauert sehr lange. Hoffentlich kommt die Armee hier mal durchs Feindesland durch. Ach, guck mal. Die haben sich gar nicht getroffen hier. Im gleichen Tag die Provinzen gewechselt. Das ist natürlich eigentlich auch nicht gut. Das sollte designtechnisch nicht so laufen beim Kampf, beim Krieg. Naja. Okay, weiter geht's. Mit dieser kleinen kriegerischen Ablenkung, mit dezimierten Truppen. Aber jetzt sind wir da und können hier mit Dennis hier die Belagerung jetzt mit Gerät zu Ende führen. Direkt eine Infizierung der Belagerten, nur noch 50 Tage. Dann ist das Thema hier schon mal erledigt und da dürfte der Krieg schon fast vorbei sein. Je nachdem, ob wir vielleicht noch eine wertvolle Person gefangen nehmen oder so. Meine Güte, so viel Ärger um so ein kleines Ding hier. So, wir haben Bertha einen Gast gefangen genommen. Das hilft uns aber wenig. Ja, da müssen wir jetzt halt weitermachen und hier belagern, bis der Arzt kommt. Nächste Hauptstadt wäre Najivarat. Machen wir das. Wir lassen jetzt hier auch nicht locker und marschieren weiter durch. So, wollen die uns jetzt hier etwa angreifen? Werden wir hier mal Boru da, Krieger des Herbstes, werden wir hier mal als Kämpfer einsetzen, als Anführer. Werden mit ihm, glaube ich, mal nach Heves ziehen. Werden uns jetzt hier nicht zum Kampf stellen gegen diese dezimierten Truppen. Sondern werden uns hier mal strategisch zurückziehen. So, hier hat sich schon wieder eine Fraktion aufgelöst. Ja, diese Populisten, unwichtig. Irgendwas wurde belagert. Wo liegt das Ganze? Weiß ich nicht. Ach, hier unten, ja. Kommt, also wenn ihr sonst nichts zu tun habt, dann belagert halt monatelang. Diese Orte hier sind für mich jetzt wichtiger. Ist auch lustig, dass wir ein Bündnis haben mit Transsilvanien, die aber jetzt gleichzeitig in den Krieg geholt wurden durch diese Aktion. Auf der Gegenseite. Das ist auch irgendwie alles ein bisschen verrückt, ne? So, dieser Religionskrieg mit Jedisan, der wird sich auch bald erledigt haben. Die Apaden-Dynastie ist weithin bekannt, ist jetzt achtbar. Na, immerhin. Dadurch haben wir noch ein höheres Maximum für lange Herrschaft. Das gilt ja für ihn auf jeden Fall mit 62 Jahren. Seine Herrschaft ist sehr lang und er belagert hier auch alles zügig durch. Sehr schön. Das gefällt uns doch. Vorräte gehen aus. Sehr schön. Das läuft doch richtig gut. Dann haben wir Bihar schon mal erobert. So, und dieser Religionskrieg ist jetzt tatsächlich vorbei. Es gab eine einzige Schlacht irgendwo. Ich weiß nicht genau, ob die jetzt gerade frisch war oder so, aber auf jeden Fall hat dieser Khan, Tarkan, hier völlig versagt in diesem Krieg. Und wir kriegen immerhin 48 Gold und wir bekommen 100 Frömmigkeit. Ja, das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Nehmen wir beides so mit. So, unser Enkel wurde gefangen genommen. Wo war das? Ach ja, die haben das hier erobert. Ja, nicht ideal. Aber wir kontrollieren das Kriegsziel. Das ist auf jeden Fall schon mal für uns positiv langfristig. Und die Festung wird jetzt belagert. Dann noch Transsilvanien hier und dann ist Feierabend. Da muss ich mich gar nicht mehr großartig stellen. Wir könnten es aber tun. Ich glaube, die Truppen würden ausreichen dafür gegen 4000 Mann. Ja los, holen wir uns das doch. Dann haben wir die Tochter von Julia gefangen genommen, Jacinta. Oh ja, das ist nicht schlecht. Ja los, und wir latschen ihr jetzt, wir laufen ihr jetzt hier entgegen. Wir wollen unbedingt den Sieg in der Schlacht nochmal forcieren gegen diese kombinierten Truppen. Das ist ja ein richtiger Affront, was hier passiert. So, sie versuchen abzuhauen. Gelingt ihnen das? Nein. Es kommt zum Kampf. Wir haben einen großen Vorteil, eine kleinere Armee, aber das macht sich dann hier bemerkbar, weil wir, glaube ich, viele Champions haben. Oh, gar nicht mal. 7 gegen 14. Na gut, weil die halt drei Armeen kombiniert haben, ne? Oh je, haben wir nur noch so wenig Ritter? Was ist denn hier los? Ne, 15. Wir müssen die mal wieder ausheben. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Oder haben wir die noch in irgendeiner anderen Armee hier drin? Wir haben ja diese auch noch ausgehoben. Die könnten wir eigentlich auflösen. Allerdings sind die dann monatelang hier nicht in der Verfügung. Ich schicke die mal sicherheitshalber jetzt mit hier hin. Einfach, um hier ein bisschen mitzuhelfen.
Während wir die Armeen aber auch schon besiegt haben, 79%, wahrscheinlich ist es gar nicht mehr nötig. Aber warum wir hier nur 7 Ritter haben, verstehe ich nicht. Kann ich die hier irgendwie ausheben? Alles Kriegsvolk hier ausheben. Ich mach das mal. Da müssten ja eigentlich jetzt die Ritter nämlich hier reinkommen. Ja genau, 8 Leute. Und die schicken wir jetzt hier mal einfach nach. Das ist okay. Die anderen sind eher auf der Flucht. Die können das nicht abfangen gerade. Und wir bewegen uns auch parallel hier hin. Falls da nochmal einer kommt, werden wir sie erwarten. Das ist übrigens unsere Enkelin hier, die auch als Rittersfrau unterwegs ist. So, wir haben noch einen Vorzug. Ja, Verteidiger des Glaubens, aber ganz definitiv ist das wichtig für uns. Die Frage ist, wollen wir jetzt hier noch auf diese Eigenschaft Theologe gehen? Die Göttlichkeit birgt die Antwort auf jede Frage in sich, von den wahren Inhalten der Herzen der Menschen bis zu den noch größeren Mysterien des Lebens. Das ist so bildungsmäßig, das ist eigentlich gar nicht unser Ding, ne? Wir sind zwar religiös, aber nicht in diesem gelehrten Sinne. Ja, weiser Mann, aber praktisch orientierter Ansatz in Sachen Religion. Nee, liebe Leute, also das will ich eigentlich nicht. Ich denke, Apat wird bewusst im Alter, dass seine Gesundheit doch immer schlechter wird, auch aufgrund seiner Keucherkrankheit, dass er so viel husten muss und Atemnot hat. Ich glaube daher, er wird das hier ändern, den Schwerpunkt auf Medizin legen und sich dann hier auf einen gesunden Körper konzentrieren im hohen Alter. Das macht mir hier eigentlich am meisten Sinn gerade. So, dann werden wir das noch belagern, das sollte jetzt auch zügig gehen, nur noch 4 Monate. Und dann ist das Thema ganz schnell hier erledigt. Und dann haben wir hoffentlich die Kriegszeit endlich hinter uns gelassen. Dann kehrt endlich Frieden ins Reich ein. Druckmittel gegen Orsola ist schon wieder abgelaufen. Freiwillige Aufgebote durch Ratsverwalter Miklosch. Bereitwillige Aufgebote in Somochi. Perfekt. Was für eine gute Arbeit der leistet hier, zusammen mit Mark. Das sind echt, zusammen mit Takatschus, das sind die drei, ja eigentlich auch Aniko, die sind alle super. Was für eine Leistung. Khan Pirvo wurde gefangen genommen. Organa von Muntenien. Was ist das denn hier? Oh, es gibt eine neue Herrscherin. Wo war jetzt Pirvo? Also irgendwie ist da jetzt schon wieder der Nächste oder die Nächste an der Macht. Sehr kurios das Ganze. Naja. So, gleich haben wir mal jetzt endgültig den Krieg gewonnen. Alles wurde belagert, genau. Wir haben Gefangene gemacht und damit können wir auch problemlos... Tja, wir könnten jetzt noch Leute auslösen. Judita Smith, mit der haben wir gar nichts zu tun. Eine bucklige No-Name-Frau. So niedriger Adliger mit 10 Jahren. Alles so kleine Kinder hier. Ja, das ist immerhin die Tochter. Die Tochter. Wir haben auch schon ein starkes Druckmittel gegen sie. Ja. Mal schauen, ob wir da nach dem Krieg was machen können. Erstmal müssen wir hier die Forderungen erzwingen. Und Eschter einsperren. Das ist auch schon mal gut, dass wir das gemacht haben. Damit haben wir das Gebiet... noch nicht erobert, aber das können wir jetzt machen, denn Titel aberkennen gibt jetzt keine Tyrannei mehr und das machen wir. Damit haben wir Visegrad, können das selbst verwalten und uns dann darum kümmern, dass wir zum Beispiel Veszprém an jemanden abgeben. Da habe ich auch schon eine Idee, habe ich mir schon notiert. Ja, erstmal werden wir aber unsere Truppen dann hier allesamt entlassen, da wir sie nicht mehr brauchen. Es gibt keinen Krieg mehr. Endlich kehrt Frieden ein und diese lange Folge können wir dann auch mal beenden. Die ist ja wirklich überlang geworden. Die Armee hier auch bitte einmal nach Hause zurückkehren. Ja, und beim nächsten Mal machen wir weiter. Es gibt noch etwas zu tun Richtung Odessa, Richtung Veszprém. Ich sprach es schon an. Und ein paar Kleinigkeiten mehr. Das machen wir dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Also macht's gut, liebe Leute. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.